Sachen, die nur Männer verstehen würden. Wenn das Video Frauen gucken. Ihr versteht das Video nicht, okay? Ihr könnt es nicht verstehen, weil es nur Männer verstehen können. Es sind typische Sachen, die einfach nur bei Männern passieren. Ich weiß, es gibt auch typische Sachen, die nur bei Frauen passieren. Aber diese Sachen sind typische Sachen, die nur bei Männern passieren. Nur bei mir und den anderen Männern. Oder Jungs. Jungs, genau. Das heißt, wenn du eine Frau bist, darfst du das Video nicht gucken. Du darfst nicht. Geh weg. Spaß, bleib hier. Ist okay, vielleicht lernst du was dazu. Vielleicht wisst ihr dann, wie Männer eigentlich ticken, okay? Ich meine, Frauen beschweren sich immer, dass Männer nicht wissen, wie sie ticken, aber... Wisst ihr, wie Männer ticken? Wisst ihr das überhaupt? Wie lange existiert die Menschheit? Mindestens, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht, wie lange, aber sehr lange auf jeden Fall. Und in der Zeit habt ihr es nicht hinbekommen, zu verstehen, wie Männer funktionieren. Das wollen wir heute ändern. Ey, falls du dich unten kostenlos abonniert hast, dann wirst du nie verstehen, wie das andere Geschlecht funktioniert. Leute, ich denke mir das nicht aus. Okay, also der Typ wacht auf und er... Oh! Oh, ja, ja, natürlich, natürlich. Ich weiß zwar nicht, was ihr dachtet, aber ich habe meine Kiste auch immer so. Sieht ein bisschen merkwürdig aus. Sieht so aus, als wäre da was anderes, aber Leute, keine Sorge. Es passiert immer wieder, dass ein Kiste einfach morgens aus irgendeinem Grund dort ist, Leute. Ich weiß echt nicht, wieso. Hä? Ein Bart. Oh, das ist aber ein sehr echter Bart auf jeden Fall. Okay. Okay, so, oh, na, ja, 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 okay. Du hast einen Bart, du siehst ein paar Jahre älter aus und dann rasierst du ihn und siehst aus wie 12. Leute, ich verspreche, ich bin keine 12. Mein Bart ist nur abrasiert. Ich bin aber dieselbe Person. Person, okay? Und die Tür ist jetzt offen. Warte, geh mal zu. Alter. Sie bleibt zu. Die unterhalten sich. Oh, da ist eine Frau. Eine Frau, Leute. Oh, ausatmen. Ja, alles gut. Bye. Naja, das Ding ist, Männer tendieren dazu, manchmal einen Bauch zu bekommen. Ich momentan auch, okay? Aus ein paar Gründen kann ich momentan nicht so Fitness gehen. Also, ich will jetzt nicht mehr ins Detail gehen, aber da... Baut sich schon was auf, Leute, auf jeden Fall. Aber wenn eine Frau in der Nähe ist, keine Ahnung wieso, aber der Bauch verschwindet immer. Ich weiß auch nicht, wie das möglich ist, Leute. Ich glaube, das ist Magie. Der Typ liest ein Buch. Okay. Oh. Oh, das passiert oft. Das passiert oft. Oh. Oh, ja. Ja, 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 ja. Das verstehen Frauen niemals. Frauen verstehen einfach nicht, wieso man einfach nicht in der Lage ist, kurz einen Lappen zu holen und das wegzumachen. Es geht mit der Socke viel schneller. Wann verstehst du? Die Socke ist zwar nass dann, okay, aber sie trocknet wieder. Und dann ist sie vielleicht klebrig, aber musst du an meinem Fuß riechen? Nein. Bart? Okay. Oh, Gentleman. Ah, mit dem Bart spielen. Ja, ja, ja. Muchacho. Oh mein Gott, okay. Oh, oh, ja, 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 ich kenn den Bart. Oh, traurig. Tja, du hast nichts mehr übrig. Ja, mit dem Bart spielen, das mache ich nicht allzu sehr. Ich meine, ich habe eh keinen Vollbart. Ich habe nicht so einen schönen Bart wie manche andere. Aber ich lebe noch, siehst du? Mir geht's gut. Ich weine nur die meiste Zeit, wenn die Kamera nicht läuft. Okay. Oh ja, im Spiegel. Im Spiegel sieht man immer... Ja, das sehe ich auch mal im Spiegel, Leute. Das sehe ich auch mal. Oh ja, der Popel. Popel muss immer raus, Leute. Ich sehe gut aus. Leute, der Spiegel, der zeigt mir irgendwie immer was komplett anderes, als es in Wirklichkeit ist. Im Spiegel sehe ich aus wie Mr. Olympia. Die unterhalten sich ein Date. Okay, ah. Oh, ja. Was? Ich hab da nicht drauf geschaut. Oh, er hat auf den Burger geschaut. Keine Ahnung, was sie wollte, Leute. Ich verstehe es wirklich nicht. So, was denken sich Frauen eigentlich? Denken sie, wir haben es nötig, in ihren Ausschnitt zu schauen? So, habt ihr nicht diesen leckeren Burger dort gesehen? Außerdem, stell dir mal vor, ich hätte aus Versehen dahin geschaut. Kein Grund, um gleich wegzugehen, okay? Es war nur kurz ein Blick. Am Laptop abends. Oh, okay. das ist... was zum Teufel? Also, er weint. Ernsthaft? Ernsthaft? Machen das Männer? Oh, die trinken, okay. Bier, Bier. Viele Männer trinken Bier, sehr viele Männer trinken Bier. Ich bin kein Alkoholiker, ich trinke gar keinen Alkohol, so gar nicht. Also, deswegen, ja. Okay, also ich kann mich damit nicht identifizieren, es tut mir leid, liebe Leute. Ich bin ein Typ, der trinkt wortwörtlich kein Alkohol. Ich weiß nicht, wieso, ich brauch's irgendwie nicht. Mein Alkohol ist quasi, wenn ihr das Video liked. Da bin ich auch immer besoffen, ich weiß auch nicht, wieso. Okay, er geht ins Bett. Und jetzt, ah, scheiß drauf. Harter Föhn ist nicht nötig, einmal mit lassen Haaren hinlegen und dann mit solchen Haaren aufwachen. Ja, das passiert... ziemlich oft und es ist Wolverine. Es ist Wolverine, Leute. Ja, es passiert mir mega oft, Leute. Vor allem, wenn meine Haare länger werden. Ich lege mich ins Bett und wache morgens auf und auf einmal stehen die überall über. Keine Ahnung, wieso es bei Frauen nicht so ist. Wahrscheinlich machen sie vorher einen Zopf, ne? Bevor sie schlafen gehen oder irgendwie sowas in der Art. Ey, was jetzt? Fürs was? Komm schon. Fuß? Wer benutzt bitte drei Handtücher für den Körper? Ich benutze einfach ein Handtuch für alles. Okay. Oh, Mutter. Mutter ruft an. Was? Was will sie? Oh nein. Aber wir überlegen erstmal, was sie eigentlich will. Okay, nicht heute. Und er geht aber nicht ran. Vielleicht werde, wenn meine Mutter rangeht, dann... Ich meine, ich gehe einfach ran. Also ich überlege vorher nicht unbedingt, was sie will. Er spielt Videospiele. Ah, die Frau nervt beim Putzen. Man, können Frauen nicht ein bisschen vernünftiger putzen? Und jetzt beschwert sie sich auch noch. Was soll das? Was soll das? Okay. Das ging aber sehr schnell. Und er zockt weiter. Ich meine, wieso beschwert sie sich? Ich meine, wir haben die Sachen weggeräumt. Ja, vielleicht haben wir sie gleich angezogen, obwohl wir sie schon eine Woche getragen haben. Aber kann sie sich einfach zocken lassen? Was ist ihr Problem? War sie nicht mit Sauermachen beschäftigt?
sich. Der Typ ist am Handy. Ich werde in 5 Minuten da sein. Oh. Ja, immer kurz bevor jemand kommt, erst dann aufschäumen. Ja, ja, ich kenne das. Oh, einfach wegmachen, Leute, natürlich. Macht sehr viel Sinn auf jeden Fall. Oh, ja. Also, wenn man wirklich will, kann man schnell aufschäumen. Das steht fest. Ist es aufgeräumt? Ich komme nicht. Oh mein Gott. Sie sagt erstmal, ich komme. Und dann räumen wir alles auf und dann kommt sie doch nicht. Vor allem ist der Trick mit dem unter das Sofa packen immer richtig gut, Leute. Weil ich meine, da sieht man es nicht und das reicht schon, wenn man sich sieht, oder? An der Tür, da ist eine Frau, okay. Wir unterhalten uns. Was? Meine Socke. Meine Socke? Oh, was? Ich check grad gar nichts. Warte mal, das... habe ich noch nie getan, was auch immer du da getan hast. Okay, hier sitzen wir mit einer Frau, okay. Und wir leben... Oh! Oh, warte mal. Was zum Teufel war das? Ihr Haar? Okay. Oh, natürlich. Überall Haare. Also, oh, das ist interessant, Leute. Ja, und da natürlich auch überall Haare. Frauen haben überall Haare und wir Männer müssen es wegmachen. Nur das Problem ist, wenn, keine Ahnung, Frauen verlieren. Ich habe keine Ahnung, ob die Frauen alle ihre Haare verlieren oder irgendwie so eine Art. Aber wenn die Haare erstmal alles verstopfen, da kann man nicht vernünftig duschen und gar nichts machen, weil alles verstopft ist wegen diesen dämlichen Haaren. Okay, die essen, die frühstücken. Und ja, sie hat eine... Oh, ja. Sorry, ich habe aus Versehen meine Socke in den Kaffee getan. Ich dachte, das könnte etwas extra Geschmack verleihen, wenn ihr versteht, was ich meine. Das verstehen Frauen wieder nicht, wieso man das macht, Leute. Die haben keine Ahnung. Sie liest ein Buch. Oh, da ist wieder eine Socke. Schatz, ich wusste, dass du liest. Und naja, ich dachte mir, du würdest dich über meine Socke erfreuen. Toilettenpapier. Und da ist auch eine Socke, Leute, natürlich. Die sind überall. Weil ich meine Socken wertschätze. Männer ziehen sich immer wortwörtlich gleich an, während Frauen alle möglichst Outfits haben. So, die haben... Es ist voll kompliziert, Leute. So, wir haben immer dasselbe an. Und das ist irgendwie geil. Obwohl ich momentan eigentlich so Jogginghosen trage. Aber theoretisch, damit ein Mann schick ist, braucht er immer nur dasselbe. Frauen müssen alles Mögliche mal probieren. Krank sein, okay. Oh, 40,3. Ist egal. Ich gehe einfach raus. Okay. Und Männer? 37,1. Ah, sie übertreiben immer. Ja, ja, ja. Oh. Oh nein, er stirbt. Er stirbt im Bett, Leute. Naja, ich weiß nicht, ob ich das so unterschreiben würde. Das Ding ist, Frauen sind abgehärteter. Zum einen müssen Frauen abgehärteter sein und nicht so schmerzempfindlich, denn sie müssen ein verdammtes Baby aus ihrem Körper pressen, okay? Das erfordert so viel Schmerzen, dass von Natur aus müssen Frauen weniger schmerzempfindlich sein. Außerdem werden sie mehr geschlagen. Spaß, 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 Spaß. Aber ja, es stimmt, dass Männer mehr rumheulen. Ich gebe es dir zu, okay? Ein Bild machen, ja, ganz simpel. Frauen müssen alle möglichen Posen machen, während die Typen komplett okay damit sind, einfach in derselben Pose zu bleiben. Keine Ahnung, was die da tun, aber hey, lächel einfach und steh da. Ein Haarschnitt bekommen, okay, das sind auf jeden Fall sehr lange Haare. Und ja, das sieht auf jeden Fall sehr schick aus. Coole Frisur auf jeden Fall, nicht schlecht. $5. Ja, das Ding ist, das verstehen Frauen nicht. Bei Männern ist es echt viel billiger. Und Frauen, ja, $500 dafür oder Euro oder wie auch immer. Bei Frauen verändert sich kaum was. So, man sieht kaum was. Vielleicht wurden kurz die Spitzen geschnitten. Kannst du das nicht zu Hause tun? Und irgendwie ist der Friseur bei Frauen immer mega teuer. Ich meine, mein Friseur kostet 10 Euro, was ziemlich wenig ist für einen Friseur theoretisch. Ah, Geschenke einpacken. Frauen müssen immer übertreiben, Leute. Sie müssen immer alles Mögliche perfekt machen. So, ich hasse Geschenke einpacken, Leute. Das dauert viel zu lange und dann muss das perfekt oben drauf und sie sehen so aus, hätten sie keinen Bock mehr auf ihr Leben, ehrlich gesagt. Männer machen einfach ein Geschenk drauf, packen es in der Tüte und sind zufrieden. Und was willst du mehr? Ich meine, ja, es sieht dann vielleicht schöner aus, aber meine Güte. Im Endeffekt schmeißt du das doch eh weg. Ich meine, das Geschenkpapier. So, gib einfach jemandem dein Geschenk und gut ist. Aber ich meine, wenn du so viel Mühe machen willst, kannst du es gerne machen. In der öffentlichen Toilette. Ja, man stellt sich einfach hin und Frauen, wie ist es bei Frauen? Ich weiß nicht, was das Geheimnis der Frauen ist. Sie müssen sich unterhalten in der Toilette. Also sie gehen nicht wirklich auf Toilette, um auf Toilette zu gehen, sondern sie gehen auf Toilette, um ganz viele Selfies zu machen. Und ja, wir waschen unsere Hände ganz normal, Leute. Und die machen erstmal ihr komplettes Make-up. Ja, das ist crazy, was sie... Und dann machen sie noch eine Party in der Toilette. Ich meine, der Mann ist gar nicht mehr drin. Und jetzt erzählen sie noch irgendwelche traurigen Geschichten. Was? Und jetzt trinken sie noch Wein, okay? Ich meine, kann man natürlich machen. So, was... Wieso? Wenn du auf Toilette gehst, geh einfach Toilette, pinkel. Oder Scheiße. Ah ne, Frauen machen sowas ja nicht, ne? Stimmt, Frauen pinkeln ja nur, hab ich vergessen, Leute. Und da kommt wieder raus. Ein Zip, auf eine Zip gehen, Leute. Männer müssen nie viel mitnehmen. Das verstehen Frauen nicht, dass Männer gar nicht so viele Sachen mitnehmen müssen. So, es gibt wortwörtlich keinen Grund. Nimm doch einfach eine Badehose mit und gut ist. Ich meine, das passt nicht mal ins Flugzeug. Nachdem die Beziehung vorbei ist, die Männer gehen einfach weg. Und ja, die Frauen sind am Anfang sehr traurig, aber eine Woche später sind die Männer immer noch sehr glücklich und schauen sich schon nach der nächsten Frau an. Und die Frau ist sehr traurig, auf jeden Fall immer noch eine Woche danach. Das steht auf jeden Fall fest. 2 Wochen später ist der Mann immer noch ziemlich happy
happy auf jeden Fall, dass er endlich Single ist, Leute. Die Frau ist aber auch langsam auch sehr glücklich auf jeden Fall. 3 Wochen später ist der Mann derjenige, der traurig ist, Leute. Und die Frau hat schon den, nicht den nächsten, sondern er will zu ihr zurückkehren. Aber sie hat 9. Okay. Ja, das ist das Ding, Leute. Und zwar, Männer wissen leider nicht oft, was sie wollen. So sind sie in der Beziehung und dann sind sie in der Beziehung, wollen aber nicht mehr in der Beziehung sein. Wenn sie aber nicht mehr in der Beziehung sind, wollen sie einfach mal wieder eine Beziehung haben. Frauen sind ein bisschen anders, aber ich will nicht die Schuld nur den Männern geben, okay? Einfach, eigentlich habt ihr nur Schuld. Wir haben eigentlich nie Schuld, okay? Anziehen. Ja, Frauen haben natürlich einen extrem, extrem riesigen Kleiderschrank mit allen möglichen Sachen drin, Leute. Sie haben wortwörtlich alles, okay? Alter. Okay, zieh das bitte an. Ich meine, nein, das will ich nicht sehen. Das ist nicht okay. Alter, du brauchst so lange, um dir irgendwas auszusuchen. Du hast so viele Klamotten dort. Zieh sie doch einfach an. Ich meine, wo ist das Problem? Und Männer haben es ein bisschen chilliger. Sie haben wortwörtlich so 3 Hemden, Leute. Und sie, ja, das ist einfach viel entspannter. Frauen ist es aber natürlich viel wichtiger, wie sie aussehen. Männern ist es nicht allzu wichtig. Ich meine, manche Männer wollen schon super gut immer aussehen, aber den meisten ist es egal. Duschen. Die Frau duscht ganz normal, ganz easy peasy, okay? Sie hat natürlich ganz viele Millionen Sachen dort, Leute, die sie benötigt. Und die benutzt sie auch alle in einer einzigen Dusche. Und Männer, ja, die haben wortwörtlich nur ein. Und zwar das Gute ist, dass das hier für alles ist einfach. Wenn ihr versteht, was ich meine. Das kannst du für den Körper benutzen, das kannst du für die Haare benutzen. Und im Endeffekt bist du sauber und gut ist. Wieso machen Frauen alles kompliziert? Morgens. Frauen, 7 Uhr morgens. Frauen stehen auf. Okay, interessant auf jeden Fall. Und sie dehnen sich. Ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Der Mann, 7 Uhr morgens. 7.20 Uhr, die Frau ist schon längst wach. Aber der Mann schläft natürlich noch. Jetzt hat die Frau schon auf jeden Fall geduscht. Und der Mann schläft immer noch. Jetzt, ja, die Frau singt schon, macht ihre Haare, sie glättet alles Mögliche und der Mann liegt immer noch dort. Jetzt macht die Frau ihre Wimpern, ganz easy peasy, Leute, aber der Mann hat immer noch keinen Bock auf jeden Fall. Die Frau ist schon wortwörtlich fertig für eine komplette Hochzeit und der Mann steht erst dann auf. Das ist super interessant tatsächlich, aber bei mir ist es nicht so. Ich meine, ich habe auch eine Freundin, ja, ich lebe auch mit einer Frau in einer Wohnung, Leute. Und das Ding ist, ich bin immer derjenige, der mega früh aufsteht und sie ist immer diejenige, die mega lang schläft. Also das ist genau andersrum tatsächlich. Ich mache schon alles und sie schläft noch. Leute, das Leben ist zu kurz zum Schlaf. Wieso schläft ihr? Aber es hört nicht auf. Und zwar, die Frau ist zwar schon fertig, aber jetzt hat sich das Kleid angeschaut und dachte sich so, will ich das wirklich anziehen? Ich bin mir ja da nicht wirklich sicher. In der Zeit putzt der Mann auf jeden Fall seine Zähne, macht seine Haare, zieht einfach irgendein T-Shirt an, was er irgendwo findet und geht raus. Er ist wortwörtlich fertig, Leute. Und die Frau ist immer noch nicht fertig. Sie ist ja schon viel früher als wir aufgestanden, aber im Endeffekt ist sie erst jetzt fertig geworden. Aber Leute, ich werde das Video vielleicht mal stehen lassen. Hoffentlich haben Frauen jetzt einiges über Männer gelernt. Das kann doch nicht so schwer sein, oder? Also lasst dann noch um, dafür mehr Videos abonnieren kostenlos und ich sehe dich im nächsten Video wieder. Bye!